Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Between Horizons. So, ich habe das Rätsel gelöst. Es war ein bisschen tricky, aber eigentlich recht simpel. Ich habe alles aufgeschrieben. Also, falls ihr sowas hier auch mal spielt, ist es tatsächlich einfacher, sich einfach alles aufzuschreiben, weil die Infos an verschiedenen Orten stehen. So, dann fangen wir mal an. Ich werde natürlich erklären, wie ich auf alles kam und nicht jetzt einfach nur hier eintippen. Wir haben Angaben. So habe ich angefangen. Ich habe aufgeschrieben, wie viel Papier haben denn alle quasi am Anfang der Woche. Da haben wir die Schüler 1200. Das Institut der Kunst hat 750 und der Hausmeister hier hat ebenfalls 750. So, damit habe ich angefangen. Dann habe ich noch notiert, dass die Schule immer nach 5 Uhr ihre Sachen wegwirft. Also ihr ganzes Papier dann quasi, ja, wegrecycelt. So, wir haben zudem die Angabe, jetzt muss ich gucken, wo das stand. Hier. Also, am Ende der Woche hat die Schule noch 940 Gramm. Das Kunstinstitut hatte noch 495 und der Activity Room, also der Ausruhraum hier, der hatte 490 Gramm noch am Ende der Woche. So, das wissen wir. Wir wissen, wie viel war die Ausgangslage, wie viel hatte jeder am Ende noch und wir wissen, wie viel hier drin gelandet ist nach verschiedenen Zeiten. Also um 5 Uhr sind hier 260 Gramm gelandet. Das passt tatsächlich mit der Schule zusammen. Und zwar 1200 Ausgangssituation minus die 940, die sie noch da hatten. Dann kommen wir auf 260 Gramm. Um 5 Uhr. Genau. Stimmt. So. Dann machen wir weiter mit dem Activity Room. Der Activity Room hat 700... Nee, warte. Wir fangen an mit dem Kunstinstitut aus Gründen. Das Kunstinstitut hat am Anfang 750 Gramm, hat 495 Gramm am Ende noch übrig gehabt. Und wir sehen hier, sowohl um 6.02 Uhr als auch 6.04 Uhr wurden jeweils 255 Gramm, ist also spielt keine Rolle, wer es jetzt von beiden waren. Wir wissen aber, dass hier zweimal 255 Gramm recycelt wurden. Das heißt, rechnen wir die 750, die das Kunstinstitut hatte, minus 495, was am Ende noch übrig blieb, kommen wir auf eine Summe von 255. Also richtig. Jetzt passt auf, der Activity Room hatte anfangs ebenfalls 750 Gramm, am Ende 490. Rechnen wir 750 minus 490, kommen wir auf eine Summe von, nein, nicht 255, sondern 260. Das heißt, es sind 5 Gramm Papier verschwunden. Ja, so, ich würde euch gerne die Liste zeigen, die ich hier angefertigt habe, aber leider habe ich ja keine Cam dran, keine Cam. So, sehr schön, wir haben es geschafft, der Fall hier ist gelöst. Es war der Activity Room. Wo haben wir den denn? Wie sah denn der Activity Room hier aus? Verdammt. Das hier? Oh Gott, jetzt muss ich nochmal gucken. Ich weiß es nicht. Nee, das hier war es, glaube ich, ne? Warte mal. Activity Room, genau. Das war's. Wir könnten auch eine Person... Warte mal. Ach so, das sind die Bunker. Ja, klar. Nee, der Activity Room war's. Ich bin mir sehr sicher. Also ich glaube nicht, dass ich einen Denkfehler gemacht habe. Manchmal macht man auch Denkfehler, aber ich glaube, das stimmt so. Okay, wir haben nochmal eine Nachricht. Komm sofort zu meinem Büro, dann können wir alles vorbereiten für die Operation im Erdemuseum. Ja, aber ich weiß immer noch nicht, wer die Person ist. Das stört mich so ein bisschen. Ich weiß nicht, müssten wir das jetzt auch schon wissen? Das ist halt die Frage. Oder muss ich das noch nicht wissen und kann es da rausfinden? Also das macht mir wirklich gerade Bauchschmerzen, jetzt ins Büro zu gehen, weil ich nehme an, dann läuft es auch weiter. Aber wir haben die richtige Information einfach noch nicht. Wir wissen noch nicht, wer es sein könnte, um wen es da geht. Das macht mir gerade echt Bauchweh. Dass ich vielleicht doch irgendwas hier im Vorhinein noch machen sollte, was vielleicht fehlt. Ui. Ich meine, wir haben ja auch sehr viele Leute kennengelernt, aber... Muss ich vielleicht mit denen noch weiter reden? Muss ich denen noch irgendwelche Fragen stellen? Ich wüsste nur nicht mehr was, ehrlich gesagt. Also wir haben diese Info jetzt hier bekommen, ja. In a previous letter from the mysterious group, Louis was given another piece of instruction for the arrival day. Also hier ging es ja drum, der Kontakt arbeitet in Kategorie 2. Gut, vielleicht reicht das schon. Vielleicht, wenn wir damit jetzt zu Taya gehen, vielleicht kommen wir da schon drauf. Ist die Frage, könnte ich damit irgendjemandem darüber reden, was diese Professional 2-Typen sind? Kann ich da schon irgendwie mal... Ich probiere mal was vielleicht. Aber ist ja schon das Captain's Office. Hier waren auch Leute, ne?
Ich würde gerne mal gucken, ob ich mit irgendjemandem darüber reden kann, ehrlich gesagt. Wo bin ich denn jetzt? Ach, da. Oh, ja, da will ich hin. Verdammt. Da war ich gerade näher dran. Tatsächlich. Ja. Okay. Wieder einmal nach oben. Das macht mir jetzt echt Sorge. Also ich glaube schon, dass wir uns richtig entschieden haben. Aber es macht mir Sorge, dass wir vielleicht noch nicht rausfinden, wer die Person ist, um die es ging. Da habe ich gerade ein bisschen Angst vor. Kann ich mit denen darüber reden? Wenn es classified, I should be careful about who I show it to. Das sollte ich nicht jedem zeigen. Okay. Okay. Also nicht. Na gut, dann gehen wir jetzt zum Captain. Komm. Lasst uns nicht lange rumeiern. Ich hoffe, wir verbauen uns damit nichts. Was ich mich auch frage, mir ist so, als hätte ich noch andere Gespräche geführt in den vorherigen Folgen, an die ich mich leider nicht mehr so gut erinnern kann, oder in der Folge vor dieser Session hier gerade, wo noch Sachen geklärt wurden, wo ich dachte, da könnte ich mal gucken gehen. Aber, tja, können mal ganz kurz hier reingucken. Good job, crime doesn't stop itself. Nee, ich glaube, das ist egal. Someone took a sheet or two home. Ja, das ist das mit dem Papier immer noch. Mit der Lehrerin haben wir da gesprochen. Teacher, ging es um das Gleiche, ne? Ja. Tonio, na, hier ging es, glaube ich, immer um das Papier vor allem. Mir ist so, als hätten wir einmal so ein Gespräch mitgehört. Nee. Isaac war beim Recycler. Ja, ist alles nur zu dem Papier halt. Were too much. Had to tell us something in her message. Ja. Da haben wir selber Zweifel gehabt, weil irgendwas wollte uns die Mutter mitteilen. Wir wissen aber nicht, was. Kann auch sein, vielleicht unterstützen wir ja gerade vollkommen das Falsche, ne? Im schlimmsten Fall machen wir gerade alles, um vielleicht eine bessere Wendung des Schicksals zu verhindern. Mit unseren Ermittlungen. Vielleicht ist es gar nicht gut, was wir hier tun. Wer weiß. Dobbit. Assistant Doktor. Beginnzeitung. Warte mal. Das Tier for Formis Support and Promise Deafen. I drop by. Schief. Okay. Auch egal. Mhm. Glaube ich. The Break. Können wir uns hier to talk to. Ja. Was an Oversight. I can talk about it. Sorry, I'm sure the captain will share more information soon. Ja. Jetzt von neuem, let us know if we can help if you understand. Ja, wollten wir ja gerade nicht. I'm sure you're here to see Captain. Ja, ja. Talia. Nee, ich glaube, hier gab es sonst nichts Wichtiges mehr. Anyway, let's get back. Okay, wir gehen rein. Komm. Falls es doch nochmal wichtig wird, kann ich ja nochmal reingucken, vielleicht. Ja, das sollte ja auch noch möglich sein, da reinzugucken, wenn wir schon auf dem Event sind. Nehme ich an, da wird ja kein Timer laufen, so in 5 Minuten ist alles vorbei. Hoffe ich. Das wäre doof. So, dann. Schief. Ich habe gesehen, dass du die Resultate hochgeladen hast. Also, was? Die Abstimmung der... The origin of the paper will have to wait. Warum? Was? You first need to focus on the meeting. Ja, okay. Wir müssen... Also, es spielt jetzt erstmal keine Rolle, wo der Brief herkam. Wir müssen uns erstmal jetzt um den Ankunftstag kümmern und was in dem Brief stand. So, das Erdemuseum öffnet seine Türen und das Event wird starten. Du denkst, dass der Brief an Lewis adressiert worden ist. Ha, gute Arbeit. You'll bug him and send him in once you give us a go ahead. Okay. Also, jetzt hör zu. Jetzt kommt ja das Wichtige. Da werden... Museum West and their work at High as part. Also, da werden sehr viele Leute beim Museum teilnehmen. One of them must be... Irgendeiner dort muss die Kontaktperson sein, die im Brief erwähnt wird. Geh zum Event. Schau nochmal. Schau nochmal auf alles, was wir rausgefunden haben. Und dann sag uns, wer es ist. Okay, sobald du deine Schlussfolgerungen hochgeladen hast, werden wir jemanden zu dem Verdächtigen schicken, um mit ihm zu reden und mehr Informationen zu erhalten.
Okay, halte Abstand von diesem Punkt an. Eiderich wird danach mit dir reden. But don't let people see your earpiece. Was? Lass die Leute nicht dein Ohrloch sehen? Was? If you rose suspicion or if our suspect talks to the wrong person, we might lose our chance to find out who is behind all. Also, wenn unser Verdächtiger mit irgendjemand Falschem redet und herausfindet, dass wir ihn verdächtigen, dann wird... Ja, ist vielleicht alles zu spät. Okay, verstehe, Captain. Viel Glück, Chief. Oh Gott, ich bin richtig nervös, ne? Ich bin richtig nervös gerade. Ich habe die Angst, was zu verhauen und den Richtigen nicht zu finden. Vor allem, was passiert dann, wenn das so ist? Oh Gott. Und wir wissen halt leider immer noch nicht, wer ist denn Category 2 Profession? Ich weiß es nicht. Mensch. Wir wissen auch irgendwas von einem Zeichen, ne? Das wurde uns ja auch am Anfang gesagt. Wir sollen auf ein bestimmtes Logo achten. Sehen wir das nochmal irgendwo? Warte mal, das muss doch hier irgendwo drauf sein. Auf der Klappe hier, genau. Das ist das Logo und das andere soll dazu passen. Ah, ist das Letter hier? Verstanden ist, I flipped it around and found a symbol on its backside. Wo war unser Brief? Hier? Ist es das? Ja. Also, come to the Arrival Day Installation in the Earth Museum tonight, talk to one of the job representatives and mention the word freedom. Freiheit. The symbol on this letter will be on their uniform. On this letter. Ach, dieses Symbol, nicht das andere? Will be on their uniform. Not necessarily in this color. Okay, also dieses Symbol hier wird auch auf der Uniform sein, nur nicht unbedingt in dieser Farbe. Okay, ich dachte, das Symbol auf dem Dingens... Okay, hätte ich jetzt schon falsch gemacht. Warte mal, ich schreibe mir das mal eben auf. Ja, schreibe ich hier dazu einfach. Warte. Meinen bereits geschriebenen Zettel. Also, sind das Wellen oder sind das einfach nur Linien? Ich mache mal drei Linien so nebeneinander einfach. Untereinander. So, und das andere Symbol male ich mir aber auch mal eben auf. So, falls wir es irgendwie schnell zur Hand brauchen. Okay, beides notiert. Ist gut bei dem Spiel, einfach Stift und Zettel neben sich zu haben. So, okay. Also, mention the word freedom. The symbol on this letter will be on their uniform. Another hint can be found inside this very compartment. Another hint can be found inside this very compartment. With this, you should have all the information you need. Mhm. Okay, beide Zeichen sind wichtig. Das da und das andere, oder? Oder meinen die jetzt einfach nur die Profession? Menschen, so wird viel. Wir können es ausprobieren, ne? Ich frage mich, ob wir ausprobieren können, zu der Person tatsächlich hinzugehen und das Wort Freiheit zu sagen. Ja, auch ein bisschen Schiss vor. Okay, okay. Arrival Day Installation. Okay. Wir müssen. Ich weiß, ich drücke mich gerade vor. Ich weiß. Ich weiß. Okay. So. Dann los. Wo waren das? Mal. War das nicht hier? Warte. Hier bin ich falsch? Ja. Hier, ne? Earth Museum, genau. Da links. Okay. Okay. Nervös. Wir sind bei der nächsten Tür, Chief. Ich hoffe, du kannst mich richtig hören bei der lauten Musik. Wir assume that the contact is one of the people on work. Also irgendjemand, der hier arbeiten, Leute, muss die Kontaktperson sein. Sie haben eine Präsentation vorbereitet. Wir müssen unseren Zug machen, bevor sie startet. Okay, guck dir nochmal alle Informationen an. Which of the participants or the suspect is supposed to talk to? Okay. Okay. If you're not sure yet, talk to them and see if that narrows it down somehow. Was?
Bin not sure. Wenn du noch nicht sicher bist, sprich mit ihm und sieh. Now sit down somehow. But be careful not to blow your cover. Verrate dich nicht. Is this they suspect or honor to them? They might no longer respond to the code word. Ja, also wenn die Person erstmal Verdacht schöpft, dann hört sie vielleicht nicht mehr auf das Codewort. Viel Glück schief. What is the fire or sense? Also. Ja, gut. Die werden sofort jemanden losschicken, wenn wir jemanden verdächtigen. Du hast alles, Stella. Ja, ja. Oh Gott, ich wünsche, das Spiel wäre in Deutsch. Dann wäre es jetzt ein bisschen einfacher. Ocean, Stella. Das ist ja eine nette Überraschung. Ich habe dich gar nicht hier erwartet. Oh, weißt du, ich fand, es klang interessant. Naja, das bedeutet eine Menge für mich, dass du sowas sagst. So jemand Introvertiertes vor allem. Das Event fängt an. It's all about how jobs on the safer will be useful on USD and how some will transform. Okay, es geht darum, wie wichtig die Jobs auf der Safe hier für die USD sind. Okay. And as addressed in their work attire already, feel free to ask them anything you want. Also du kannst mit den Leuten hier reden, egal über was du willst. Und wir haben auch eine Infografik hier mit allen Informationen. Ja, so geil. Okay, wir haben keine Zeit dafür, schief. Halt es kurz. Ja, werd ich. Okay. Hope you have a good... Ich hoffe, du hast einen schönen Tag heute am fröhlichen Ankunftstag. Ja, fröhlicher Ankunftstag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Camille ist da. Ich gucke erstmal, wer da ist. Aaron ist da. Huch, die Visitors. Thank you so much. Schön, dass ihr alle gekommen seid an diesem wunderbaren Tag. Oh Gott, wir haben invited important. Wir haben sehr wichtige Leute heute eingeladen. Across the population to share von jeder Population irgendwie. Insight into their jobs and the roles they... Also, ja, um Einsicht in ihre Jobs zu bekommen und ihre Rolle für die Mission. Will you. It's the same. Ich hoffe, es erfüllt euch mit dem gleichen Stolz and Determination that my doctor felt when putting it all together. Ja, also ich hoffe, ihr seid genauso stolz wie meine Tochter, als sie euch alle zusammengebracht hat hier. Die Präsentation wird bald beginnen, in the meantime, in der Zwischenzeit. Ja, seid frei zu quatschen mit jedem hier. Okay, müssen auf Symbole achten, aber ich sehe gar keine Symbole so richtig. Nee, so richtig Symbole sehe ich ehrlich gesagt nicht. Da ist das Symbol. Da aber auch. Nur in einer anderen Farbe, ja. Hä? Okay, also wir haben ja auf jeden Fall... Die haben alle das Symbol am Arm, oder? Wenn ich das gerade richtig sehe? Nein, nicht alle. Der hier zum Beispiel nicht. Er ja. Sie... Nee, es ist schon an... Na. Er hat auch nur zwei. Mit dem muss ich gar nicht reden, glaube ich. Ehrlich gesagt. Also, er hier hat drei und sie hat zwei nur. Aber er hat auch drei. Wenn es die Armsymbolik ist, das ist jetzt die Frage. Hallo, Historiker Baptiste. Chief, I hope you're going to enjoy this little presentation we've put together. Ich hoffe, du genießt die Präsentation heute. I briefly talk about us historians and ich rede heute über die Rolle von uns Historikern. Naja, und wie wir alles dokumentieren, die ersten Schritte unserer Spezies. Ever take on an exoplanet? It's only a cent... Ja, es ist nur ein... Century, ein Jahrhundert weg. Aber es fühlt sich an wie morgen. It's basically tomorrow in the grand scheme of things. Aber es ist ja morgen im Großen und Ganzen quasi. Lass mich dir etwas vorlesen von meinem Skript. Oh Gott. ja, okay, danke schön. Ich höre mir das alles an. I hear it all in a minute anyway. Okay, wir hören uns noch an. Okay. Dann um zwei. Es könnten halt drei sein, ne? Item. And the thing here, Chief. Cool, dich hier zu sehen, Chief. Willst du etwas über die Jobs von morgen lernen?
Ja, Human Reproduction Sound. Ja, also menschliche Reproduktion klingt schon interessant. And very involved is the fun part, I'm sorry to say. Also, wir haben es nicht so mit dem spaßigen Part, sorry. Aber wenn du Fragen hast about concocting Fetus, oh Gott, keine Ahnung, was das heißt, from two genetic donors and raising them in an artificial womb, being in space makes it a little harder, but not all that much as long as we have artificial gravity. Okay, habt ihr alle verstanden, ja? Ganz ehrlich, das hier könnten auch drei Striche sein, wenn man die blau... Oh Gott. Ja, ganz ehrlich, das sind auch blau die Striche. Oh nein. Engineer Geraldo, now that's an outfit I've never... Das Outfit habe ich ja noch nie zuvor gesehen. Ja, das ist keine Überraschung. Ich habe ja nicht oft die Möglichkeit, es zu tragen. It's designed for the vacuum of space. Okay, das ist für draußen halt designed. Must often put it on in the outer hull, but I have engaged in some rare Eva as well. Also ist für die äußere Hülle. Mhm. Due to my special training, I'm often referred to as an astronaut here on the ship. Okay. But to everybody back on Earth, we're all technically astronauts here. Also für die Erde sind wir alle eigentlich Astronauten. Ja. Ich kann trotzdem mal mit allen sprechen. Achso, mit dem hier kann ich gar nicht sprechen. Okay. Chief, come to hear about medical challenges that await us on a new planet? Also bist du hier, um dir die medizinischen Herausforderungen auf einem Planeten anzuhören? Nee. You wouldn't believe the number of unexpected things that could wipe us out once we make contact with an entirely new ecosystem. Also, ja, neues Ökosystem hat viele Herausforderungen vor uns. You've never had an opportunity to build up an immunity to any of it. Also wir haben ja noch gar keine Möglichkeit gehabt, unser Immunsystem darauf anzupassen. And commonly we may just bring the next Black Death to USD, Animal and Plant Population. Ja, also wir wollen ja nicht die... Ah, Black Death, was war denn das? Also wir wollen ja nicht irgendeine fancy Krankheit zu unseren Tieren und Pflanzen bringen. Ha, nicht so motiviert. Also das klingt nicht so schön. Ja. Die hier kann ich gar nicht richtig sehen mit dem Typen davor. Dankeschön. Die hat auf jeden Fall nur zwei Striche. Guck mal, Aaron, you're part of the event as well. Du bist auch Part hiervon? Ja, ich went here to talk about some programming challenges that will face us once we approach, you know, the real arrival day. Also, hier geht's um Programmieren. Okay. More like my future kid's future kid. Ja, also die Kinder der Kinder werden immer mit Ma zu tun haben. But it's important that I have an understanding of it today. Aber ich muss sie jetzt schon verstehen, welche Herausforderungen es später gibt. Okay, won't technology change a fair bit over the next... Wird sich die Technologie nicht in 100 Jahren sehr verändert haben? Naja, es verändert sich die ganze Zeit. Okay. Just recently started working my way through some literature they sent us with this year's arrival day package. Okay. I see. It's nice that you're so passionate about it. Also schön, dass du da so leidenschaftlich dran bist. Ja, toll. Wer hier? Was hat denn der da in der Hand? Achso. Guten Tag, Chief. Sorry, I need to practice my speech right now. I'm very nervous. Okay, er muss noch trainieren für seine Ansprache. Ist nervös. Als Biologist, I not only do... I do not only take care of. Oh Gott. Okay, der probt noch. Okay. Das hier müssen wir uns auf Dingens angucken. Moment. Evidences. Hier sind jetzt die ganzen Personen und das da. Category 1 Jobs. Historiker. Artist. Contribute intangible to social cohesion on the Sephir and USD as they have since Ancient Times on Earth. Okay, gut. Das ist doch schon mal praktisch. Ich muss mal einen Schluck trinken. Kategorie 2 Jobs, including Engineers, Programmers, Revolve around Software and Hardware. Okay, das muss ich mir aufschreiben. Also, wir haben das Symbol. Dann Programmierer, hatten wir gerade. Mira. Engineers. Software und
Warte mal. Programmers evolve around software and hardware use. With some machines in the Cepheus inner hull. Inner hull? Entschuldigt. Mensch, ich habe ja zu viel aufgenommen. Ich habe schon irgendwie 3-4 Folgen Männerlords aufgenommen und jetzt ist das hier die 2. Folge davon. Ich bin ein bisschen, kann nicht mehr so gut reden gerade. Also in der inneren Hülle. This inner hull is still waiting to prove their usefulness on the planetary surface. Kategorie 3 Jobs sind dann Doktoren, Reproductionists, okay. Gut. Gut, Programmierer und Ingenieure. Dann, wen hatten wir hier so? Camille war Biologe. Nicht, ne? Nö. Der hier war Astronaut und war mit den Sachen draußen. An Engineering Specialist trained to... Naja, ist Engineer, aber... Obwohl, Programmierer... ging eher um Programmierer mit der inneren Hülle, ne? Warte mal. Engineers and programmers evolve around software and hardware use with some machines in the Cepheus inner hull. Okay, der Astronaut ist raus. Ich glaube, das wollen die uns damit sagen, dass der Astronaut raus ist. Der Reproduktor, die hier ist auch nicht. Historiker auch nicht, haben wir schon gesehen. Also, schreiben wir doch mal Verdächtige auf. Wo ist denn unser Programmierer hier? Wer war denn das? Ja, jetzt sind die hier, warte mal. Ich will nur Personen, bitte. So. Besser. Raus, raus. Ist raus. Sie hier, was bist du denn? You one day take over his position as director of the Earth Museum in the Activities Room. Ist es auch nicht, ne? Ich glaube nicht. Nava ist, glaube ich, hier gar nicht dabei gerade als Farmerin. Farmer. Sie ist Historikerin. Caretaker auch nicht dabei. Nein, nein. Wo ist denn hier der Programmierer hin? Sie ist Ingenieurin, aber das Jahrzehna, die ist ja nicht da. Historiker können wir ausschließen. Lehrer, Nurse, Assistant Doktor, alle raus. Louis selbst ist Ingenieur. Das ergibt sogar Sinn, ne? Der hat den reden hören. Weil guck mal, Louis ist auch Ingenieur und er wurde angesprochen. Und Stufe 2 Jobs sind Programmierer und Engineers von der Stufe 2. Wie er. Deswegen haben die das auch mitbekommen. Das ergibt ja Sinn. Deswegen, die haben wahrscheinlich sich mal mit ihm unterhalten, so ganz normal beim Job oder so. Und dann gemerkt, ah, guck mal, der könnte einer von uns sein, so quasi. So, sie hier. Aaron war Programmierer. Also, Aaron. Aber die hatte die Zeichen nicht, ne? Das wundert mich gerade. Muss ich gleich nochmal gucken. Ich glaube, Aaron hatte die Zeichen nicht. Aber sie ist Programmiererin. In the Inner Hill, genau. Das ist das Wichtige. Also, die ist beides. Inner Hill, Programmierer. Gut. Andererseits frage ich mich, ob Aaron überhaupt was mit Dingen zu tun hat. Ich kann ja nicht fragen, ne? Die wird auf jeden Fall uns... Ja, die wird das mitkriegen, wenn ich die nach Louis frage. Das kann ich nicht machen. Terry, Surgeon, Biologist, Pet, Chief of... Es kann nur Aaron sein. Der hier wäre die einzige Alternative gewesen, auch als Engineering, ist aber äußere Hülle. Hat er ja gesagt, ne? Train to perform Eva and work in COG environments. Also der hat ja gesagt, er ist eher draußen unterwegs. Ich kann mir das Gespräch nochmal anschauen. Das ist das Gute hier bei dem Spiel. Wir können uns ja alles nochmal angucken. So, Engineer Givaldo. Now that's an outfit I've never seen before. Genau. Put it on. Vacuum of space for the outer hull. I have engaged in somewhere Eva as well. But I have engaged in somewhere Eva. Was ist denn Eva? Das ist jetzt die Frage. Ich weiß gar nicht, was Eva sein soll. Due to my special training, I'm often referred to as an astronaut here on the ship, but to everybody back on Earth, we're all technically astronauts here. Und sie hat gesagt, warte mal, was hatten wir hier für Gespräche so? Wir haben ja schon mehr mit der geredet. And what's wrong? What happened? My head hurts so bad. It's bruised in the back. Can you move? It is... what happened? I think... Die wurde niedergeschlagen. Die wurde damals niedergeschlagen. Jemand war hier. Aber das macht dann keinen Sinn, oder? Wenn sie niedergeschlagen wurde damals? Ja, gar keinen Sinn machen. Wenn sie dazugehört. Mhm. Mhm. Amen.
Wenn sie dann tatsächlich niedergeschlagen wurde, ist jetzt noch die Frage. Vielleicht haben die auch zusammengearbeitet und die wurde gar nicht niedergeschlagen. Okay, Eva, ich habe gerade vom Backoffice einen Zettel bekommen. Evas extra Vehicle Vessel Assignment. Außenmission in Raumanzug. Gut, da ist der raus. Es kann nur Evan sein. Und ich glaube, die wurde damals gar nicht niedergeschlagen. Ich glaube, das war Fake. Ich glaube, das war ein Fake. Ich gucke hier gerade nochmal überall drüber. Ich meine... Die hat uns verarscht damals, oder? Die hat uns verarscht. Ich glaube, die hat uns verarscht. Ja, find anything. Mhm. Do I find this area? Terminals? Okay, das ist alles das Gespräch von damals. Das hier ist das Neue. Also, yeah, I wanted here to talk about some programming challenges that will face us once we approach, you know, the real arrival day. The real arrival day. More like my future kid's future kid. But it's important that I have an understanding of it today. Won't technology change a fair bit over the next 100 years? It does all the time, but I keep up with Earth's early updates. And they started working my way. With some literature, they sent us with the seal. Ah, das gibt nicht viel her, finde ich. Aber das damals. Ich bin sehr versucht. Ich guck noch mal ganz kurz, was die anderen Jobdinger waren. Also, Nummer 1, Historiker, Artist contribute intangibly to social cohesion on the sea. Ich habe Angst, dass ich jemanden hier übersehe aufgrund des Englisch. Tatsächlich. Ich habe gerade Angst, dass mir irgendjemand hier entgeht, weil ich ihn gerade nicht als Ingenieur oder Programmer wahrnehme. Das macht mir gerade ein bisschen Bauchschmerzen. To prove their usefulness on the planetary surface. Doktoren, Reproduktion. Ja, okay. Oh, ich muss das nehmen, ne? Warte, wir gucken uns jetzt Evan nochmal an. Wir waren hier, Evan. Evan? War das hier nicht gerade Evan? Ja. Evan hat aber das Symbol nicht. Oh Gott. Das ist ja scheiße. Evan hat das Symbol nicht. Warum nicht? Nee, ne? Drei Streifen? Kann ich nicht ausmachen. Nee. Warte mal, ich schreibe mir nochmal auf. Engineer wäre theoretisch hier unser Astronaut, auch wenn er... Huch, nein. Ist wahrscheinlich super einfach, ne? Die meisten hier denken wahrscheinlich schon, Mann, das ist doch voll easy. Ich hab's doch schon gesehen. Aber ich bin mir gerade so unsicher, aufgrund auch von dem Englischen leider. Schreido. Wäre Engineer, allerdings Eva. Was habe ich denn hier hingeschrieben? Keine Ahnung. Zero G Environments. So, wie sieht denn der aus? Er hat die drei Striche. Er hat sie. Also hier drei Striche gegeben, da nicht. Jetzt gucken wir uns den Brief nochmal genau an. Brief, Brief, Brief. Nee, nicht der Brief. Drei Striche. Oder zwei. Je nachdem, wie man es sieht, ne? Es können auch die zwei Striche gemeint sein. Ah. Also, wenn man davon ausgeht... Na, nee. Sollen schon die drei hier sein, ne? Das passt leider nicht. Und auch das andere Symbol hier auf der Dingens, das da kann ich auch nicht sehen. Tatsächlich passt es dann nur zu ihm. Oh Gott. Weil ich habe so ein ungutes Gefühl dabei, ehrlich gesagt. Ein richtig ungutes Gefühl dabei. Also für mich hat er zwei Striche. Aber es muss Evan sein. Warum? Verdammt. Oder reibe ich mich gerade zu sehr an dem auf? Also vielleicht
Nehme ich das auch zu wörtlich? Including engineers and programmers revolve around software and hardware use with some machines in the Cepheus inner hull. Ja, steht aber wirklich so ausgesprochen da. Now he's still waiting to prove their usefulness on the planetary surface. Das ist schon sehr, sehr klar eigentlich definiert, ne? Absichtlich. Und deswegen sagt er uns ja auch, dass er mit der äußeren Hülle zu tun hat, damit wir eben wissen, okay, es geht um die innere Hülle und nicht um die äußere. Bin ich der Meinung, dass uns das Spiel eben genau darauf bringen will. Der hat aber nur zwei Striche. Warum hat er zwei Striche? Sie ist Dingens. Der Historiker hätte drei Striche, allerdings halt ist Historiker, es fällt raus. Was warst du? Devon. Na gut, Devon hat ja nichts davon. Sie hätte drei Striche, ist aber Level 3 Job. Das sind die einzigen Level 2er Jobs hier. Außer hier kommt noch irgendjemand. Nee, kommt keiner mehr. Oh, wie ätzend. Das Symbol stimmt halt nicht. Das gibt's doch nicht. Ich hole jetzt den Falschen, ne? Ich nehme jetzt Erwin. Einfach nur, weil die Professur stimmt und wegen dem, was damals passiert ist, vor allem auch. Und dann ist es falsch. Dann ist es der andere. Und dann kann ich es nicht mehr ändern. Wir sind bei 37 Minuten. Das heißt, ich könnte hier kurz einen Cut machen. Gucke mir nochmal alle Gespräche an. Hier übersetzen wir vielleicht sogar nochmal ein paar Sachen vom Englischen ins Deutsche. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ich löse das hier auf. Komm, das machen wir so. Ich will jetzt, ich fühle mich gerade richtig unwohl mit der Entscheidung. Also, ich denke, dass es Erwin ist, aber komischerweise in vielen würde der Astronaut eher passen. Außer auf die eine Stelle da halt. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Es tut mir sehr leid, aber wir sehen uns in der nächsten Folge und ich versuche noch ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Ich fühle mich gerade ein bisschen unter Druck gesetzt, hier in der Folge es entscheiden zu müssen. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.